Entschuldigen Sie, Sir. Ich suche nach einem Job. Ich bin ein Arbeitstier. Ich setze mir hohe Ziele und mein Motto lautet, wenn man im Lotto gewinnen will, braucht man die Kohle für einen Lottoschein. Was sagen Sie dazu? Ich könnte morgen anfangen. Oder wieso nicht gleich heute? Nein, kein Interesse. Wir sind die Ersten! Geh da rum und find das Wagenhinnere! Hey, zurücktreten! Ich bin schon weg, bin schon weg! Wird das im Fernsehen gezeigt? In den Morgennachrichten. Je blutiger, desto besser. Stellen Sie zufällig gerade Leute ein? Ich baue eine Nachrichtenagentur auf. Hey, was? Weg da! Wir filmen Material für Eilmeldungen. Vielleicht hast du heute meinen Bericht über das tödliche Carjacking gesehen. Nein, ich meine, ich habe keinen Fernseher. Hast du ein Handy? Ja. Hat das GPS? Ja. Glückwunsch, du hast die Stellung. Okay. Wir nehmen die nächste rechts. Nicht so schnell! Du warst schneller als die Bullen. Ich werde nie etwas von dir verlangen, das ich nicht auch selbst tun würde. Entschuldigen Sie, ich habe etwas, das Sie begeistern wird. Sie haben ein gutes Auge. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie etwas haben. Etwas wie das hier. Etwas wie eine schreiende Frau, die mit durchschnittener Kehle die Straße hinunterläuft. Sie werden mich bald wiedersehen. An alle Einheiten, 2-11. Das ist ein Überfall. Du musst die Polizei rufen. Werde ich auch, zum richtigen Zeitpunkt. Wir suchen den, der das Auto gefahren hat. Halt auf! Mr. Bloom, ich glaube, Sie haben Informationen zurückgehalten. Das wäre aber überaus unprofessionell von mir. Das wäre so gut wie Mord. Ich will, was Sie mir versprochen haben! Etwas, von dem die Menschen sich nicht abwenden können. Was für einen Notfall möchten Sie melden? Schön draufhalten. Ach du Scheiße! Ich denke, Lou inspiriert uns alle dazu, nach mehr zu streben. Ich weiß, dass Verbindlichkeit in der heutigen Arbeitswelt nicht mehr den Wert hat, den frühere Generationen erwarten konnten. Ich glaube, dass diejenigen belohnt werden, die sich den Arsch abreißen.